Vereins Local Politics wird heute ins Gespräch kommen mit den Bürgerinnen und Bürgern hier in Augsburg und wird sie insbesondere fragen, was sie denn von der Augsburger Stadtregierung im Jahre 2011 erwarten. Ja, der Umbau vom Königsplatz, dass der endlich einmal realisiert wird und dass sich die Leute jetzt einmal einig sind, was da gemacht wird, dass das Kurt-Frenzel-Stadion endlich einmal hinhaut. Und so verschiedene andere Sachen mit dem Bad, mit den Stadtbädern und so weiter, dass das also alles einmal ein bisschen modernisiert wird und neu gemacht wird. Ich erwarte von Dankeschön. Der Regierung gar nichts. Erstens, mit dem Bau vom Königsplatz hat schon ewig gedauert. Und jetzt haben sie gesagt, die fällen die Bäume, ich sehe nichts. Ich sehe nichts und da erwarte ich überhaupt nichts 2011. Weil die versprechen und halten nichts. Das ist meine Meinung. Einfach mehr Ordnung. Warte, dass sie bessere Vorschläge machen und auch die Ausführungen wie in 2010. Und dass es wirklich klappt mit der Augsburg, mit der Königsplatz, mit der Maxstraße und mit dem Pantherstadion. Vielen Dank. Ich wünsche mir eine Förderung der Infrastruktur, einen Ausbau der städtischen Verkehrssituation und eine Verbesserung der Wirtschaftsförderung in Augsburg, dass hochqualifizierte Arbeitsplätze auch in Augsburg eine Chance haben. Dankeschön. Dankeschön. Was ich von der Augsburger Stadtregierung halte, nicht so allzu viel. Also ich möchte schon haben, dass sich da einiges ändert und für den OB bin ich auch nicht, vom OB bin ich nicht begeistert. Also es könnte irgendwie mehr kommen. Habe mehr erwartet, aber mein Gott, es ist so. Ich wäre froh, wenn sie ihn wieder abwählen würden. Ja, ich wohne erst seit wenigen Monaten in Augsburg. Ich fühle mich eigentlich im Großen und Ganzen recht wohl. Was mir allerdings im Herbst und in den ersten Wintermonaten aufgefallen ist, sehr viele Baustellen. Was also das Autofahren ziemlich erschwert, zumal wenn man da noch ortsunkundig ist. Dankeschön.